Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen hier zu unserem Webinar über Testverfahren und Werkzeuge für barrierefreie Apps auf Android. Ich hoffe, Sie kommen mit unserer Umgebung hier zurecht, Big Blue Button, die wir selber hosten an der Hochschule der Medien. Dieses Webinar wird aufgenommen. Falls es jetzt nicht klappt bei Ihnen, dann können Sie dann später auch diese Aufnahme abhören. Sie finden dann später diese Aufnahme und jetzt schon die ganzen Materialien auf der folgenden Website. Ich poste sie nochmal hier in den Chat. Das ist eine Veranstaltung der Hochschule der Medien und zwar des Kompetenzzentrums für digitale Barrierefreiheit hier an der Hochschule der Medien. Und wenn Sie Interesse haben, auch Informationen regelmäßig von uns zu bekommen, dann können Sie sich bei unserem Newsletter anmelden und ich gebe auch hier kurz im Chat dann die URL dafür an. Ansonsten freuen wir uns, dass Sie hier sind, dass Sie so viel Interesse haben an dem Thema. Heute ist ja der Global Accessibility Awareness Day. Es finden sehr viele Veranstaltungen statt zum Thema Barrierefreiheit und das ist auch sehr schön. Danke, dass Sie für uns Zeit haben und ich will gar nicht mehr so viel Zeit verbrauchen. Jetzt noch eine Bemerkung, wir haben keine Live-Captions, keine Live-Untertitel. Wir werden dann in der Aufnahme Untertitel hinzufügen. Aber im Moment, es gab keine Anfragen dazu. Ja, wenn Sie Fragen haben, gleich wird es eben hier Firmin Gersbacher jetzt vortragen. Da ist er schon, super. Firmin Gersbacher war oder ist jetzt Absolvent hier an der Hochschule der Medien im Studiengang Computer Science and Media und wird eben seine Masterthesis hier vorstellen. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann geben Sie es einfach in den Chat ein. Ich werde dann gegebenenfalls zwischendurch fragen, wenn ich denke, dass es passt. Oder es wird auch am Ende noch ein bisschen Zeit sein, Fragen dann einzubringen und die dann Herr Gersbacher gerne beantworten wird. Und wir werden dann pünktlich um 16:30 Uhr Schluss machen. So, jetzt Herr Gersbacher, jetzt dürfen Sie loslegen. Bitte schön. Ja, hallo, ich heiße Sie auch nochmal alle herzlich willkommen zu diesem Webinar. Mein Name ist Pirmin Gersbacher und ich habe mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem Thema Testverfahren und Werkzeuge für Barrierefreiheitsprüfung bei Apps auf Android beschäftigt. Da möchte auch hier mal die heutige Agenda, also möchte zunächst kurz auf eine europäische Norm eingehen, um dann eben über Barrierefreiheitsprüfung bei Apps zu reden, verschiedene Tools genauer vorzustellen und dann die Ergebnisse meiner Masterarbeit vorzustellen. Genau, da gibt es zum einen diesen europäischen Standard EN 301549. Der war wichtig im Rahmen meiner Masterarbeit, da ich hier so eine Art Benchmark gebraucht habe für den Vergleich. Und in der EU ist es quasi gerade das Referenzdokument für Informations- und Kommunikationstechnik. Aber was ist dieser Standard genau? Es ist eine harmonisierte Norm der EU für barrierefreie Inhalte bei Web und auch bei Apps. Und erstellt wurde es vom Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen. Und es soll den EU-Mitgliedstaaten dabei helfen, ihre elektronischen Services barrierefrei zugänglich zu machen. In diesem Standard sind dann eben auch verschiedene funktionale Zugänglichkeitsanforderungen an Informations- und Kommunikationstechnik, Produkte und Dienstleistungen spezifiziert und auch verschiedene Testverfahren und Evaluationsmethodiken beschrieben. Und das Ganze soll ein freiwilliges Referenzdokument sein zur Erfüllung von den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 2016-2102. Dieses regelt nämlich die Zugänglichkeit von unter anderem mobilen Anwendungen bei öffentlichen Stellen. Und dieser Standard, der beinhaltet auch alle Erfolgskriterien aus WCAG 2.1 im Konformitätslevel AA. Und die deutsche barrierefreie Informationstechnikverordnung in der Version 2.0 wird auch harmonisiert mit der EU-Norm. Genau, die Barrierefreiheitsprüfung von Apps. Da gibt es verschiedene Arten. Also es gibt zum einen die User-Tests, es gibt manuelle Testverfahren. Dann gibt es eben Tests mit Analyse-Tools und automatisierte Testverfahren. Und diese beiden Punkte habe ich mir genauer angeguckt, die letzten beiden im Rahmen der Masterarbeit.
Aber zunächst User-Tests. Bei User-Tests werden echte Nutzer mit Behinderungen für die Evaluation eingesetzt. Dies ermöglicht einen sehr spezifischen Einblick und auch eine sehr gründliche Evaluierung, hat aber auch einige Schwierigkeiten, nämlich zum Beispiel passende Tester zu finden, auch mit unterschiedlichen Behinderungen. Und auch die Ergebnisse können sehr variieren, eben abhängig davon, wie geübt der Tester im Umgang mit Bedienungshilfen ist oder auch allgemein im Umgang mit Smartphones oder mobilen Anwendungen. Bei manuellen Testverfahren, die wohl häufigsten Testverfahren, nimmt der Tester die Rolle des Nutzers ein, was auch bedeutet, dass der Tester sich mit allen Zugänglichkeitsanforderungen auskennen muss, mit diesen vertraut sein muss. Und das ermöglicht dann auch eine sehr gründliche Validierung, ist aber auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, da jedes Element einzeln überprüft werden muss auf die verschiedenen Zugänglichkeitsanforderungen. Und die Ergebnisse können auch hier wieder sehr stark variieren, abhängig davon, wie gut eben oder allgemein von der Expertise des Testers. Da gibt es dann auch verschiedene Hilfsmittel. Google stellt zum Beispiel einige Guidelines bereit, wo man dann überprüfen kann, ob die App barrierefrei ist. Oder es gibt auch den App-Test vom BIK, wo dann auch verschiedene Prüfschritte bereitgestellt werden hinsichtlich der europäischen Norm, wo man dann auch überprüfen kann, ob die ganzen Kriterien erfüllt werden. Und dann gibt es sogenannte Analyse-Tools. Diese sollen eben dabei helfen, oder sollen den Tester dabei helfen, indem sie den Testvorgang zumindest teilweise automatisieren. Diese werden meist in Form von Apps bereitgestellt. Also man installiert eine App auf dem Testgerät und überprüft mit dieser App bzw. mit diesem Service eine andere App auf mögliche Barrieren. Diese Tools sind eher Designer- oder Endnutzerbasiert. Also was ich damit sagen möchte, ist, man braucht keinen Zugriff auf den Code, sondern eben nur ein Testgerät. Und sie geben dann ein schnelles Feedback. Meist auf einen Knopfdruck erfährt man dann eben mögliche Schwachstellen in der App. Automatisierte Testverfahren wiederum sind eher entwicklerbasiert, denn hier werden die Barrierefreiheitsverletzungen eben direkt im Code angezeigt. Das bedeutet, man benötigt auch den Zugriff auf den Source Code. So lassen sich diese Testverfahren dann auch sehr gut integrieren in den Entwicklungsprozess. Und hier kann man nochmal zusätzlich unterscheiden in statische Code Analyzer, wie zum Beispiel Android Lint, oder ich nenne es jetzt mal automatisierte UI-Tests. Dazu aber gleich nochmal etwas mehr. Genau, aber zum einen habe ich im Rahmen der Masterarbeit mich mit diesen Analyse-Tools beschäftigt. Da habe ich dann auch verschiedene herausgesucht, wo besonders verbreitet sind und diese genauer betrachtet. Und die möchte ich jetzt im Folgenden auch etwas genauer vorstellen, um so einen Eindruck von diesen zu bekommen und vielleicht herauszufinden, welche man auch selbst verwenden möchte. Da gibt es zum einen den Accessibility Scanner, der wird von Google bereitgestellt und das ist eine App, die man kostenlos im Google Play Store herunterladen kann. Hat man die App installiert, wird man zunächst darauf hingewiesen, dass man ihr verschiedene Berechtigungen geben muss. Da wird man dann auch durch den Genehmigungsprozess hindurchgeleitet und diese Genehmigungen sind zum Beispiel, dass man der App erlauben muss, dass sie bei anderen Apps eingeblendet werden darf. Und die App muss auch erlaubt bekommen, die Bildschirminhalte aufzuzeichnen. Was bedeutet, man muss auch dem Herausgeber der App ein gewisses Vertrauen entgegenbringen, gerade im Hinblick auf die IT-Sicherheit, weil das schon ja was sehr Zentrales ist. Diese Berechtigungen sind jetzt aber nicht typisch für den Accessibility Scanner, sondern alle Analyse-Tools, die ich jetzt hier genauer betrachtet habe, benötigen eben diese Berechtigung, einfach weil sie auch im Prinzip alles sehr ähnlich funktionieren. Hat man der Accessibility Scanner App dann die benötigten Berechtigungen gegeben, erscheint ein blauer Button. Dieser legt sich über den Bildschirm und ist immer im Vordergrund. Das heißt, man kann ihn auch immer bedienen. Möchte man jetzt eine App untersuchen, muss man die zu untersuchende App öffnen, zu dem Screen navigieren, den man sich genauer anschauen möchte und kann durch einen Klick auf den Button, da klappt dann ein kleines Submenü aus und dann kann man einen Snapshot erstellen. Auf Aufnehmen gehe ich gleich nochmal ein. Aber wenn man dann so einen Snapshot erstellt, dann wird ein Screenshot der aktuellen App-Ansicht erstellt und eben gefundene mögliche Barrieren hervorgehoben, indem sie mit einem orangen Kästchen umrandet werden.
Und wenn man jetzt genauere Informationen haben will, kann man dann auch auf die einzelnen Elemente draufklicken und erhält dann am unteren Bildschirmrand erscheint ein Infofenster, wo man dann eben eine genaue Beschreibung des Problems bekommt. Und genau das kann man auch weiter ausklappen und dann bekommt man eine sehr ausführliche Beschreibung, was genau ist der Fehler, was ist der Ist-Zustand, wie sollte es eigentlich sein, wie kann man dieses Problem beheben. Und über einen Link bekommt man noch weitere Informationen, da wird man direkt auf die entsprechende Google Developer-Seite geleitet und hat dann auch noch Codebeispiele. Also da wird einem wirklich sehr unter die Arme gegriffen, auch bei der Problembehebung, auch wenn man sich vielleicht noch nicht so auskennt mit dem Thema Barrierefreiheit. Und ja, man wird da wirklich sehr unterstützt. Weitere Funktionen sind, es gibt einen Teilmechanismus, das heißt, man kann die gefundenen Fehler werden dann in einem Textfile gespeichert und zusammengezippt mit dem aktuellen Screenshot. Und das kann man dann auch teilen und zum Beispiel an den Entwickler weiterleiten, damit dieser diesen Fehler behebt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine ganze Session aufzunehmen. Das heißt, man muss nicht jeden Screen einzeln den Scan-Vorgang starten, sondern man startet ihn einmal, navigiert durch die komplette App. Jedes Mal, wenn sich die View ändert, wird ein neuer Screenshot erstellt und die Fehler gesammelt. Das kann einfach auch zu einem gewissen Zeitersparnis führen. Bei der Abdeckung ist laut Herstellerangaben Folgendes wird überprüft, nämlich ob Inhaltslabels vorhanden sind, also haben die zum Beispiel Bilder Alternativtexte, diese werden für einen Screenreader benötigt. Gibt es Label-Duplikate, also haben Elemente die gleichen Label, das kann auch wieder verwirrend sein für Nutzer von Screenreadern. Es wird die Zielelementgröße überprüft, also sind Eingabeelemente groß genug, dass man sie gut bedienen kann, auch beispielsweise mit einer körperlichen Einschränkung. Und es wird der Kontrast von Text und von Bildern überprüft, also das Kontrastverhältnis zum Hintergrund, einfach um sicherzustellen, dass auch alles gut erkennbar ist in der App. Das zweite Tool, das ich mir angeschaut habe, heißt X for Android. Es wird von DQ Systems bereitgestellt. Und hierbei handelt es sich auch wieder um eine App, die im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden kann. Die App benötigt auch wieder verschiedene Berechtigungen zu Beginn. Und wenn man ihr diese gewährt hat, erscheint auch wieder so ein Button, der sich über die Oberfläche legt. Also vom Funktionsprinzip ist es sehr ähnlich zum Accessibility Scanner. Nur hier wird eine andere Accessibility Library verwendet. Also allein deshalb macht es schon Sinn, sich das Ganze mal genauer anzuschauen. Genau, wenn man dann einen Screen analysieren möchte, öffnet man diesen und drückt auf den Button, um den Scan-Vorgang zu starten. Und dann wird dieses Mal kein Screenshot erstellt, sondern es gibt so ein Overlay über dem aktuellen Bildschirm. Und in diesem erscheint eine Infobox, wo man erfährt, wie viele Fehler wurden gefunden. Und mit Pfeiltasten kann man sich dann durch die einzelnen Fehler hindurch navigieren. Die fehlerhaften Instanzen werden dann hervorgehoben. Und man erhält in dem kleinen Fenster am unteren Bildschirmrand nochmal eine kurze Beschreibung des Problems. Was hier auffällt, ist, dass die Beschreibung eben viel kürzer ist als beispielsweise beim Accessibility Scanner. Also man erfährt kurz, was ist der Fehler. Aber die eigentliche Problembehebung ist dann eben nicht genau beschrieben. Das heißt, da muss wieder der Entwickler etwas mehr Zeit reinstecken und nachschauen, was ist das Problem und wie kann ich es lösen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Information auch wieder in einem Fehlerbericht zu speichern. Bei dieser App ist es ein CSV-File, wo einfach alle Fehler aufgelistet werden. So hat man auch nochmal alles auf einen Blick und kann es dann auch an den Entwickler weiterreichen. Die Abdeckung ähnelt dem Accessibility Scanner, aber es wird eben eine andere Library verwendet, aber im Prinzip wird eben auch wieder überprüft, sind Alternativtexte vorhanden, ist die Zielelementgröße groß genug, sind sie gut bedienbar und der Kontrast von Text und Bild wird überprüft. Das dritte Tool war Accessibility Insights for Android. Dieses wird von Microsoft herausgegeben. Und es ist noch relativ neu, also es wurde erst im letzten Sommer veröffentlicht. Und dieses Tool unterscheidet sich von den anderen, denn hierbei handelt es sich um eine Desktop-Anwendung. Diese kann auch kostenlos heruntergeladen werden. Und wenn man jetzt eine App untersuchen möchte, muss man ein Testgerät mit dem Computer verbinden, auf dem die Software installiert ist.
und dann zu der Ansicht navigieren, die man untersuchen möchte wieder. Und dann kann man über die Oberfläche auf dem Desktop den Test starten. Hier hat man einen Button mit Start Testing. Und dann wird der aktuelle Screen eben analysiert, gescannt und nach einigen Sekunden hat man dann die Ergebnisse aufgelistet. Hier wird dann auch wieder ein Screenshot erstellt von der aktuellen Ansicht auf dem Testgerät und man bekommt die ganzen Fehler auf der linken Seite aufgelistet. Und eben hier ist zum Beispiel einfach, was man sieht, man hat viel mehr auf einen Blick. Also das ist so der Vorteil von der Desktop-Anwendung mit dem größeren Bildschirm. Genau, der Fehlerbericht, der beinhaltet dann eben die Gesamtzahl der Fehler, eine Liste mit den verletzten Zugänglichkeitsregeln, auch die Anzahl der fehlerhaften Instanzen pro Regeln und die fehlerhaften Instanzen werden dann jeweils in sogenannten Cards gesammelt. Und so eine Card besteht dann aus dem Klassennamen des fehlerhaften Elementes. Man bekommt eine kurze Beschreibung, wie man das Ganze beheben kann. Über einen Link bekommt man weitere Informationen. Also man wird dann auch wieder zu einer Seite von Microsoft weitergeleitet und erfährt dann auch, wie kann man das beheben, nochmal ausführlicher erklärt und auch zum Beispiel Codebeispiele. Und man erfährt auch, welches Weg-Eck-Kriterium davon betroffen ist. Herr Gersbacher, hier gibt es eine Frage dazu, ob man hier USB-Debugging aktivieren muss. Muss man. Man muss auch die Android Debug Bridge installieren vorher für die Kommunikation. Aber da wird man auch sehr gut durchgeleitet in der Oberfläche, in der Desktop-Anwendung und bekommt dann Schritt für Schritt erklärt, was man alles machen muss, damit man das Problem, damit man das Programm starten kann. Danke. Genau, und da hat man die verschiedenen Cards hier mit den Informationen zu dem Fehler. Und was auch eine sehr nützliche Funktion ist, man kann diese Software direkt mit einem Git-Repository verbinden und kann dann auch direkt aus der Software heraus Tickets erstellen. Also bei jeder Card kann man so ein kleines Submenü aufklappen und dann File Issue auswählen. Und dann wird direkt in der GitHub-Oberfläche ein Ticket erstellt mit den wichtigsten Informationen, mit einer Beschreibung, wie man kann man das Problem lösen. Und so kann man dann eben dieses Ticket auch direkt einem Entwickler zuweisen zur Behebung von dem Problem. Und das fand ich auch einfach eine sehr gute Lösung, so um das Ganze in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Die Abdeckung Accessibility Insights verwendet die gleiche Bibliothek wie auch X-Android, die X-Bibliothek, und deckt damit auch die gleichen Kriterien ab. Ein viertes Tool, das ich noch kurz vorstellen möchte, ist die Inspector Alley App. Die wurde von mir im Rahmen der Masterarbeit erstellt und diese App sollte so ein Hilfstool sein für so semi-automatisiertes Testen nach dem Vorbild von Seiteninspektoren bei Webbrowsern, wie man es kennt. Also die Idee war, man kann ein Element auswählen in der App und erhält dann weitere Informationen, die eben auch ein Screenreader erhalten würde. Und das Ziel war dann einfach auch, den Einsatz vom Screenreader beim Testen zu reduzieren, da man die Informationen auch visuell aufbereitet bekommt und so einfach Zeit spart. Wie das konkret aussieht, sieht man hier. Also hier ist die Startansicht der Inspector Alley App. Hier hat man dann verschiedene Menüpunkte, man kann über die Einstellung eben Schrift ändern und Farben, aber der interessante Punkt ist eben der oberste, die zu untersuchenden Apps. Wenn man hier diese Ansicht öffnet, bekommt man eine Liste mit allen installierten Apps und wenn man hier eine App auswählt, wird diese beim nächsten Start automatisch überprüft. Also wenn man so eine App ausgewählt hat und sie öffnet, wird so ein Overlay erzeugt. In diesem werden alle Elemente hervorgehoben, die auch ein Screenreader finden würde. Sie werden durchnummeriert in der Reihenfolge, wie der Screenreader sie bearbeiten würde. So kann man dann eben auch gucken, ob die visuelle Reihenfolge auch der Reihenfolge entspricht, wie sie ein Screenreader bearbeiten würde. Und am unteren Bildschirmrand erscheint wieder so ein Infofenster. Und klickt man jetzt auf eines von diesen gefundenen Elementen, erhält man auch genauere Informationen, wie eben die Stelle in der linearen Navigation. Man erfährt, gibt es einen Alternativtext oder ist ein Label zugewiesen und was für eine Art von Element es ist. Und so kann man dann einfach visuell auch direkt überprüfen, ob ein Screenreader die benötigten Informationen hat. Hier kann man auch wieder einen Fehlerbericht erstellen als CSV-File, wo man auch nochmal alles übersichtlich aufgelistet bekommt.
Und dann gibt es die automatisierten Testverfahren. Und was hier der Unterschied ist, man hat es ja gesehen bei den Analyse-Tools, da muss man die App noch manuell erkunden. Also man öffnet den Screen, die Prüfung findet dann automatisch statt, aber man muss von View zu View navigieren, die man überprüfen möchte, und jeweils den Scan-Vorgang ausführen oder zumindest am Anfang starten. Und das Ganze kann auch schlecht skalierbar sein, gerade bei großen Apps. Und hier versprechen dann automatisierte Testverfahren, Abhilfe zu schaffen. So ein automatisiertes Testverfahren, genauer gesagt so ein statischer Code-Analysierer, ist Android Lint. Android Lint wird von Google bzw. Android herausgegeben und dieses Tool analysiert den Code, direkt den Code auf strukturelle Probleme. Also es wird direkt im Quellcode überprüft auf potenzielle Fehler und dann werden Vorschläge gemacht in verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Sicherheit, Performance, Usability und eben auch Barrierefreiheit. Und das Gute ist, oder große Vorteil bei diesem Tool ist, es ist bei Android Studio bereits integriert. Alternativ kann man es auch über die Kommandozeile ausführen mit dem Cradle Wrapper. Und wenn man jetzt ein File analysieren möchte, reicht ein Rechtsklick auf das File und dann kann man Analyze Inspect Code wählen und dann wird eben der Code analysiert und die Ergebnisse in verschiedenen Kategorien in einem extra Fenster, den Inspection Results, aufgelistet. Die Inspection Results sind dann zweigeteilt. Auf der linken Seite des Screens ist so eine Baumstruktur, wo dann eben die verschiedenen Kategorien, wie eben auch Usability, Security und auch Accessibility aufgelistet sind. Hier kann man dann weiter aufklappen, um dann herauszufinden, welche statischen Probleme wurden entdeckt. Am rechten Bildschirmrand bekommt man auch die Stelle Markup angezeigt. Und wenn man auf so ein Element klickt, erhält man auch genaue Informationen, also einen sehr ausführlichen Text. Was ist der Fehler? Wie kann man ihn beheben? Und auch wieder ein Link zu weiteren Informationen mit Codebeispielen. Also hier auch wieder viel Hilfestellung, auch wenn man sich noch nicht so mit dem Thema auskennt. Bei der Abdeckung ist es so, Android Lint macht eine statische Code-Analyse. Also was bedeutet das? Bei Apps ist es oft so, dass Inhalte und Komponenten dynamisch erzeugt werden. Also dass die App wirklich gestartet werden muss dafür. Solche dynamischen Eigenschaften sind zum Beispiel die Größe. Die hängt ja auch von der Bildschirmgröße ab oder auch der Kontrast. Und das bedeutet, Android Lint kann nur Eigenschaften während der Entwicklung überprüfen, direkt im Code. Und das sind zum Beispiel fehlende Inhaltsbeschreibung. Also wenn das Content Description Attribut nicht gesetzt ist bei einem Bild. Oder auch fehlende Beschriftung bei Formularfeldern, fehlt zum Beispiel das Label Vor-Attribut oder ist kein Hint gesetzt. Genau, also so kann man erstmal nur einige statische Sachen überprüfen mit diesem Tool. Abhilfe verspricht hier die Verwendung von einem UI-Test-Framework. So ein UI-Test-Framework ist beispielsweise Espresso, also man benutzt es, um UI-Tests zu automatisieren. Da wird automatisch dann irgendwas in der UI ausgeführt, zum Beispiel ein Button gedrückt und dann überprüft, ob da die Spezifikation erfüllt wird, also tritt der gewünschte Fall ein. Und in solche UI-Test-Framework kann man dann auch einfach Barrierefreiheitstests integrieren. Also man kann dann während der Entwicklung, während man die UI-Tests ausführt, auch Barrierefreiheit überprüfen. Hierzu wird dann eine zusätzliche Accessibility Library benötigt. Und bei Espresso ist jetzt beispielsweise der Vorteil, dass sich sehr einfach das Accessibility Test Framework for Android, ATF, integrieren lässt. ATF ist eine Java-basierte Bibliothek, die ein sogenanntes Check-Based System verwendet. Und hier ist es dann so, dass eben die Checks bewerten die verschiedenen Aspekte der UI hinsichtlich der Verbesserung der Barrierefreiheit. Die Library ist auch Open Source und auf GitHub verfügbar und lässt sich eben sehr einfach in Espresso integrieren. Man kann es auch in andere UI-Test-Frameworks integrieren. Genau, aber hier speziell mal das Beispiel mit Espresso. Da braucht man eigentlich nur die Android Test Implementation, die Build Cradle hinzufügen und dann in dem UI-Test-File zusätzlich die Klasse importieren und mit einem Befehl Accessibility Checks Enable wird, wenn mit der Oberfläche interagiert wird von dem UI-Test, gleichzeitig auch Accessibility Checks durchgeführt. Da gibt es auch ein sehr gutes CodeLab dazu auf der Android Developer Seite, wo man dann auch Schritt für Schritt durch die Einrichtungen
geführt wird und Beispiele bekommt und weitere Einstellmöglichkeiten. Genau, und es ist einfach sinnvoll, da man dann schon vorhandene UI-Tests verwenden kann, wo man mit wenigen Zeilen quasi noch Barrierefreiheitstests hinzufügt. Wie so ein Test dann aussieht, also man so einen UI-Test startet und die Barrierefreiheitstests aktiviert hat, schlägt der Test fehl, wenn mögliche Barrieren gefunden werden. Und man erfährt kurz, was ist der Fehler. Also hier in diesem Beispiel, View is missing speakable text needed for a screen reader. Das sieht man auch wieder, es ist halt sehr kurz gehalten. Das heißt, da ist es wieder Aufgabe des Entwicklers, sich dieses Problem genauer anzuschauen und herauszufinden, wie kann er es beheben. Aber die Beschreibung ist schon mal da, also man kann damit was anfangen. Genau, und was eben, wie ich schon gerade gesagt habe, das Gute ist, man kann es einfach schon in bestehende UI-Tests integrieren. Man kann es sehr leicht integrieren. Es werden auch dynamische Inhalte dann überprüft, weil eben die UI-Tests dann auch auf einem virtuellen Device oder einem Smartphone kurz gestartet werden. Und so kann man dann eben die Probleme erkennen, bevor es hier in die eigentliche App gelangt. Und das Ganze ist auch einfach gut skalierbar, da es eben gut integrierbar ist in bestehende UI-Tests und man auch nicht mehr händisch zu jeder View navigieren muss. Die Abdeckung ist auch hier wieder, es wird überprüft, ob Alternativtexte vorhanden sind, Zielelementgröße und der Kontrast von Text und Bildern. Genau, der nächste Schritt war dann ein empirischer Vergleich, denn bisher war es ja so, die Bewertung fand statt anhand von Herstellerangaben. Und jetzt wurde untersucht anhand einer Testanwendung, um festzustellen, inwieweit die Kriterien die EU-Norm EN301549 erfüllen, an welchen Stellen die Tools unterstützend eingesetzt werden können und welche Kriterien manuell überprüft werden müssen. Genau diese Informationen wurden halt auch gesammelt und wurden in einem Leitfaden zusammengefügt, den man auch auf der Website unter dem Link, den Herr Professor Zimmermann gepostet hat, auch herunterladen kann. Aber konkret waren erstmal diese Kriterien betroffen. Also laut Herstellerangaben werden diese Kriterien überprüft aus der EU-Norm. Ja, hatten wir ja auch schon vor, Alternativtexte für Bedienelemente und Grafiken, die Berührungszielbereichgröße, Kontraste mit verschiedenen Qualitätsstufen und Formulare. Und die Ergebnisse habe ich dann zunächst übersichtlich in dieser Tabelle gesammelt, um einfach so mal einen schnellen Überblick zu haben. Und in dieser Tabelle sieht man dann auch, der Accessibility Scanner schnitt am besten ab von den untersuchten Tools. Also man sieht, in den 7 Kategorien hat er 4 vollumfänglich erfüllt. Man hat 2 Kategorien, wo er zumindest teilweise bestanden hat. Und nur bei Formularfeldern hatte er Probleme. Und was man auch wieder sieht an der Tabelle ist, was er auch mit dem Leitfaden erreichen möchte, man kann diese Tools eben auch kombinieren. Sie sind ja kostenlos. Und dann kann man zum Beispiel auch nachschauen und sieht, dass Accessibility Scanner hat Probleme bei Formularen. Also kann man jetzt zum Beispiel die X-App für Formulare verwenden, da diese hier wieder alle Fehler erkannt hat. Der eben angesprochene Leitfaden sah dann so aus, werde ich jetzt gleich noch erklären. Das sind quasi 2 Spalten, eine Tabelle mit 2 Spalten. In der linken Spalte sind alle Evaluationskriterien aus der europäischen Norm gesammelt, die erfüllt werden müssen. Und in der rechten Spalte gegebenenfalls dann das Tool genannt, das eben dieses Kriterium überprüft, plus wie umfänglich ist das Ganze überprüft. Also man sieht ja zum Beispiel bei der Frage, ob Alternativtexte vorhanden sind bei Eingabeelementen, das hat der Accessibility Scanner teilweise erfüllt. Er kennt alle fehlenden Inhaltsbeschreibungen, aber er kann zum Beispiel nicht feststellen, ob die Inhaltsbeschreibung auch Sinn ergibt, also ob sie meaningful ist, was auch ein Punkt ist, um dieses Kriterium zu erfüllen. Aber das ist einfach auch, also es kriegt noch kein Tool hin, das ist technisch noch nicht möglich oder noch nicht umgesetzt. Da wäre wohl eher so KI dann wichtig in dem Punkt, um zu überprüfen, ob der Inhalt von dem Alternativtext auch Sinn ergibt. Zusammengefasst, hier nochmal ein paar Highlights zu den verschiedenen Tools.
Man sieht beim Accessibility Scanner, er hat die größte Abdeckung, was ganz klar für entspricht. Und er ist sehr einfach in der Bedienung. Also man installiert die App und drückt einen Button und es wird analysiert und alles wird gut erklärt. Die X-App ist auch sehr einfach in der Bedienung, verwendet eine andere Library, an der auch immer weitergearbeitet wird. Und genau, da ist auch ein bisschen persönlicher Geschmack, was einem besser gefällt, beziehungsweise nachschauen, welches Kriterium man damit untersuchen möchte. Accessibility Insights hat den großen Vorteil, dass es als Desktop-Anwendung eine Anbindung an GitHub möglich ist und man eben direkt, wie gezeigt, solche Tickets erstellen kann. Espresso mit ATF kann man, oder allgemein ATF, kann man eben in bestehende UI-Tests integrieren und es ist gut skalierbar. Und bei Android Lint ist ein großer Vorteil einfach die Einfachheit. Also es ist schon integriert, beispielsweise in Android Studio, und man kann so mit zwei Klicks schnell eine kurze Überprüfung auf statische Probleme durchführen, um so erste mögliche Barrieren auch gleich angezeigt zu bekommen. Und hinsichtlich der Kombination von diesen Tools habe ich dann auch mal so ein beispielhaftes Szenario gestaltet, wie so der Einsatz im Entwicklungsprozess aussehen könnte von diesen Werkzeugen. Hierzu habe ich die drei Rollen definiert. Also es gibt das Development, es gibt Design und Projektmanagement und den Accessibility-Experten. Und wenn jetzt so eine App erstellt wird, kann der Entwickler, während er an der App arbeitet, regelmäßig diese Lint-Checks durchführen. Diese sind ja eben zwei Klicks. Zusätzlich werden dann zu den UI-Tests, die regelmäßig ausgeführt werden, auch noch wird auch noch nach Barrieren gesucht. Und so kann der Entwickler schon während der Entwicklung immer wieder mögliche Schwachstellen entdecken und diese beheben. Wenn es dann einen neuen Zwischenstand gibt, dann kann die App weitergegeben werden und zum Beispiel dem Designer gezeigt werden oder dem Projektmanager, die es dann nochmal genauer betrachten. Und während sie das tun, können sie auch gleichzeitig nochmal schauen, ob sie weitere Barrieren finden. Diese haben ja dann vermutlich keinen Zugriff auf den Code der App, aber sie brauchen den auch gar nicht, sondern nur ein Testgerät und eben einige von diesen Accessibility-Tools oder von diesen Analyse-Tools. Und die so gefundenen Fehler können sie dann eben über den Teilmechanismus wieder zurückgeben an den Entwickler, der das Ganze dann behebt. Im letzten Schritt vor dem Release der App ist es aber immer noch wichtig, einen Accessibility-Experten dazu zu holen, weil man hat einfach gesehen, es wird nur ein kleiner Teil von diesen Kriterien der EU-Norm abgedeckt und diese auch nur teilweise. Und viele Sachen muss man immer noch auch aus technischen Gründen einfach manuell überprüfen. Hier kann dann eben auch der Leitfaden hinzugezogen werden, um nochmal zu schauen, was muss man noch manuell überprüfen. Und es ist einfach so, dass schon im Vorhinein durch den Entwickler und den Designer, dem Accessibility-Experten, einfach viel Arbeit abgenommen wurde. Er braucht die offensichtlichen Sachen wie fehlende Alternativtexte oder Kontraste. Kann er immer noch überprüfen, aber wird wahrscheinlich nicht mehr so viele Fehler finden in diesem Bereich. Und das führt auch einfach zu einer Zeitersparnis. Und genau so kann man dann quasi, indem viele Augen darauf geguckt haben, auf die App, kann man zum Schluss eine mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr barrierefreie App erstellen. Zusammenfassend kann man sagen, diese Apps bieten einige Vorteile oder diese Tools allgemein. Sie liefern einen schnellen Überblick über mögliche Barrieren und es können auch große Datenmengen eben in kürzester Zeit gesammelt werden. Also ein Knopfdruck und schon hat man viele Informationen. Die Ergebnisse sind konsistent, weil jeder Scan gleich abläuft. Auf diese Weise und auch mit den vielen Infos, die dazu geliefert werden, können dann auch die Tools Personen unterstützen mit weniger Expertise, die trotzdem darauf achten wollen, dass ihre App barrierefrei ist. Und diese Apps decken einfach einige der häufigsten Verletzungen auf. Wie gesagt, also jede App besteht vermutlich aus Buttons oder aus Bildern oder aus Text und diese Elemente werden dann auch überprüft. Ein Nachteil ist, dass eben viele Kriterien nicht abgedeckt werden, viele auch noch gar nicht abgedeckt werden können, um eben die Norm vollständig zu erfüllen. Teilweise ist die Prüfung unvollständig, wie man auch sieht bei den Alternativtexten, dass halt nur überprüft werden kann, ob ein Text vorhanden ist, aber nicht, ob dies auch aussagekräftig ist. Und so ist ein Nachteil, dass eben diese Tools vielleicht den Anwender auch in falscher Sicherheit wiegen könnten. Die App wäre barrierefrei, wenn man sie einsetzt, aber das ist nicht der Fall. Denn
Es bleibt so, dass ohne manuelles Testen einfach keine vollumfängliche Überprüfung einer App auf Barrieren möglich ist. Aber die Anwendungen werden auch immer weiterentwickelt. Zum Beispiel erst vor 2 Tagen gab es bei Accessibility Insights wieder ein Update, habe ich gesehen. Die Library vom Accessibility Scanner, aber auch von X wird ständig erweitert durch neue Funktionalitäten oder wird ausgebessert. Zukünftig wird wahrscheinlich auch noch weiteres möglich sein, eben zum Beispiel durch KI, die weitere Sachen überprüft, sei es jetzt Untertitel oder sinnhafte Alternativtexte. Und vielleicht wird auch zukünftig mal eine automatische Behebung der Fehler möglich sein durch Machine Learning. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dem Tester viel Arbeit abgenommen wird und es werden ihm auch Barrieren aufgezeigt, die ihm sonst eventuell entgangen wären. Und auf diese Weise können dann diese Tests auch die Grundlage bilden für einfach umfassendere Teststrategien, um so auch wirklich barrierefreie Apps zu entwickeln. Damit bin ich am Ende von meinem Vortrag und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und jetzt können wir noch gerne Fragen beantworten. Ja, vielen Dank, Herr Gaspar. Wir haben tatsächlich schon ein paar Fragen und gerne können Sie jetzt auch weitere Fragen in den Chat eingeben. Ich wollte mal kurz zurückkommen auf eine Frage, die hat sich auf die Folie 42 bezogen. Da war ich noch nicht schnell genug reinzuspringen. Da haben wir den empirischen Vergleich untersuchte Kriterien und da sind tatsächlich mindestens 2 Kriterien dabei, die eigentlich in WCAG, also in Web Content Accessibility Guidelines, dreifach A sind und die eigentlich im EN-Standard deswegen gar nicht aufgelistet werden, die aber wohl trotzdem zum Teil bei diesen Tools sind. Also das eine wäre die 11255 Berührungszielbereichsgröße, das ist dreifach A und dann 11146 Kontraste von Texten erweitert auch. Also offensichtlich können Sie da auch dazu sagen, die Tools, die prüfen das, obwohl es eigentlich im EN-Standard gar nicht drin ist. Ja? Genau, die Tools prüfen das zumindest teilweise. Also der Punkt mit den Berührungszielbereichsgrößen war noch der Punkt. Ja, und das mit den erweiterten Kontrasten von Texten. Ja. Genau, das hatte ich jetzt gar nicht gesagt. Das ist eigentlich noch gar nicht nötig, so in dem Sinne, zumindest in dem Standard, aber ich fand es interessant, weil wirklich jedes Tool das überprüft. Das könnte auch einfach so an der technischen Einfachheit liegen, da man wirklich sehr gut überprüft, also außer Android Lint überprüft jedes Tool das. Vielleicht, weil es eben auch technisch sehr gut möglich ist, das zu überprüfen. Und ja, eben genau, das ist noch nicht direkt gefordert, aber da legen zumindest schon mal die Entwickler scheinbar viel Wert drauf in diesen Tools. Und bei dem Kontrast von Texten erweitert, da war es auch so, das wurde eher was so ein Zugeständnis zum Accessibility Scanner, weil der das als einziges konnte. Das fand ich sehr cool, dass man in den Optionen auch selber einstellen konnte, wie soll der Kontrast sein, wie groß soll die Schriftgröße sein, die überprüft wird. Und fand es sehr gut, dass man eben dem Nutzer da die Möglichkeit gibt, nochmal etwas genauer anzupassen, vielleicht wenn man es etwas strenger haben will. Und ja. Aber ja, da stimmt dann die Überschrift nicht ganz mit den untersuchten Kriterien von der EU-Norm. Ja gut, Sie haben das ja untersucht, aber es ist trotzdem irgendwo ernüchternd. Sie haben es ja auch gesagt, jetzt haben wir hier eine Liste von 7 Kriterien, die von diesen Tools insgesamt abgedeckt werden, aber eigentlich fallen schon mal 2 raus, weil sie eigentlich gar nicht gefordert sind in der EN. Und das haben Sie auch gesagt, der automatische Test ist wirklich sehr begrenzt und es kann einfach momentan nicht gesagt werden, okay, ich bin hier mit dem Test erfolgreich gewesen, also bin ich barrierefrei, das ist ganz klar. Mhm. Jetzt gibt es noch eine Frage, ich gehe jetzt mal zuerst zu den speziellen Fragen. Accessibility Insights finde ich sehr interessant. Wie viel Einrichtungszeit schätzen Sie dafür, also wenn man als Entwickler sich das einrichtet? Sehr wenig. Also man ladet die Software herunter auf der Microsoft-Seite. Der Link ist auch in der Präsentation drin und hat direkt da schon eine Anleitung, was man alles machen muss. Dann muss man das Smartphone halt noch vorbereiten, das Testgerät, in dem man ermöglicht, dass eben über die Android Debug Bridge kommuniziert wird mit diesen. Man muss halt in der Anwendung selber, also es wird dann direkt von der Desktop-Anwendung dann auch der Service, der benötigt wird, auf dem Smartphone installiert. Das heißt, man lädt ihn separat runter. Dann muss man dem wieder diese Berechtigung geben.
Und dann wird man durch den ganzen Prozess geleitet. Also ich hatte das in einer halben Stunde quasi alles soweit eingerichtet, dann noch mit dem GitHub-Repository verbunden und konnte es verwenden. Okay. Und jetzt eine Frage aus Sicht eines Prüfers, der vielleicht selber einen Screenreader verwendet. Ich weiß nicht, ob Sie das untersucht haben. Welche dieser Apps können jetzt mit Screenreader zusammen betrieben werden, sodass es eben dann auch sinnvoll ist mit dem Screenreader von der Sprachausgabe her? Da muss ich zugeben, das habe ich nicht getestet. Also, da wäre die Frage, inwiefern sind die Apps selber dann wieder barrierefrei? Weil es überlagert sich ja dann, wenn man diese Daten hat, der dann drüber steht, das könnte tatsächlich auch dann zu Problemen führen. Ja. Da war auch zum Beispiel, wenn man den bei der X-App den Scan-Vorgang gestartet hat, in der Haupt-App selber wurden auch einige Fehler, speziell mit Kontrast und so gefunden, wo sie dann quasi selber nicht so ganz ihre Standards erfüllt haben. Und nochmal zurück zur Accessibility Insights, da haben wir ja diese spezielle Kopplung, die man braucht zwischen mobilem Gerät und Desktop. Das wird über USB gekoppelt, oder? Ist das richtig? Oder Bluetooth oder WLAN? Über USB. Okay. Dann gibt es eine Frage zu dem GitLab. Genau, ich habe mal ja den GitLab-Link gepostet. Bin ich jetzt sicher, Sie müssten dann halt einfach selber sagen, wem Sie es freigeben wollen oder nicht, Ihren Code, Ihren Accessibility Ally Inspector, wie Sie ihn genannt haben. Sollen die Leute an Sie schreiben, wenn Sie es gerne hätten, oder wie wollen Sie das machen? Also grundsätzlich, wenn es auch für Sie in Ordnung ist, wo ich ja das Projekt gemacht habe, ich kann ja auch den für alle veröffentlichen. Genau, dann würde ich das machen. Genau. Ja, dann müsste halt eine Lizenz vielleicht zuschreiben, oder welcher Lizenz Sie das freigeben. Das machen wir dann und posten das auch auf der Eventseite, wo auch die anderen Materialien sind. Das machen genau, wir dann was auch. Ich noch dazu sagen muss, es gibt noch ein paar Sachen, die auch daran gemacht werden müssen. Also zum Beispiel ist mir erst kurz vor Schluss aufgefallen, wenn man scrollt, dann gehen eben die Infos nicht mit. Und so, also es ist noch nicht perfekt verwendbar, aber es ist schon mal eine Hilfe, wo man dann drauf aufbauen kann. Dazu gibt es eine Frage eben zu Ihrem Inspector Ally. Er wurde ja entwickelt innerhalb der Masterarbeit und ob er auch weitere Kriterien prüft, die andere Werkzeuge nicht prüfen können. Ja, also in dem Sinne, er ist ja eher so ein Hilfstool, aber er hilft zum Beispiel dabei, dass die anderen Tools konnten das nicht, ob die visuelle Reihenfolge auch der von dem Screenreader entspricht. Also dann sieht man eben alles aufgelistet und kann anhand von den Zahlen auch erkennen, ob das so ist, wie es sein sollte. Und genau, das ist so die Zusatzfunktion, die man hat, weil Alternativtexte erkennen die anderen die fehlerhaften. Das muss man bei diesem Tool immer noch selber machen. Man sieht dann halt, ob das Feld leer ist. Ja. Das hat man ja gesehen, diese Nummerierung der Objekte, so wie es auch im Screenreader dann vorlesen wird. Das ist schon sehr sinnvoll, deswegen ist also auch ein Teil dieser Arbeit. Ja. Wie sieht es aus mit falschen positiven Fehlern? Also Fehler, die von den Tools markiert werden, aber die eigentlich gar keine Barrieren sind. Da geht es zum Beispiel darum, es kann nicht überprüft werden, ob ein Bild dekorativ ist. Also so ein Fehler wird dann zum Beispiel geworfen. Und es wird auch da gibt es auch eine ausführliche Tabelle, auch mit dem Link auf der Webinar-Seite, wo man dann auch sieht, was wurde überprüft. Da muss man selber nochmal gucken. Da war zum Beispiel, manche Tools waren zu streng. Da wurde, ich glaube, eine Anforderung an ein Edit-Text-Feld ist zum Beispiel, es muss ein Hinweis geben, also ein Hint-Attribut gesetzt sein oder ein Label zugewiesen sein, und man haben dann darauf bestanden, dass beides da ist. Und so, also waren auf jeden Fall, man muss alles nochmal anschauen, es waren False Positives dabei, aber eher, weil es ein bisschen zu gründlich geguckt wurde. Ja. Bei den Kontrasten haben Sie erwähnt, dass bei der DQ-App, also die X war das, gell, dass die praktisch mangelnde Kontraste in der eigenen App gefunden hat. Ist das so verifiziert oder das erscheint tatsächlich etwas stark, aber ja. Ich muss nochmal gucken, weil vielleicht ist das jetzt da nichts Falsches sage. Aber vielleicht dann ist es auch ein falsches Positives, vielleicht. Ja. Könnte sein. Ja.
Okay, müssen wir nochmal nachprüfen einfach, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Fragen wir noch nicht beantwortet haben. Ah ja, okay, da gab es noch die Frage, welche App würden Sie für Prüfer empfehlen? Ich glaube, das ergibt sich irgendwo aus dem, was Sie eben gezeigt haben mit dem Szenario. Also Sie würden ja eigentlich eine Kombination von Apps empfehlen, dann je nach. Genau, also von der Verwendung her würde ich jetzt sagen, so ein Entwickler, der muss nicht jedes Mal die App aufs Handy spielen und dann mit dem Tool immer wieder untersuchen. Da ist es praktischer, das direkt im Code zu machen. Können Sie gerade noch mal die Folie zeigen? Das ist auch die 47, dann haben wir es noch mal vor uns. Die mit dem Ja, Szenario? nee, weil, ja, Sie haben eine andere Reihenfolge gestimmt. Ja, jetzt das nächste, genau. Genau, also von den Tools selber kann man auf jeden Fall auch wenn man einfach ein Analyse-Tool verwenden will, den Accessibility-Scanner empfehlen, weil der war einfach sehr einfach, gab viel Hilfestellung, hat auch eben ein großes Unternehmen dahinter, wo man weiß, wird auch immer weiter dran gearbeitet, was aber bei den anderen ja auch so ist. Und auf jeden Fall das Tool, aber eben, was du auch empfehlen kannst, einfach kombinieren mit anderen Tools. Ich glaube, da kommt noch was, haben wir glaub, mehr oder weniger behandelt, nochmal wegen der Abdeckung. Im Grunde, wenn man so die Folien, ihre Abdeckung, Folien betrachtet, dann sind es eigentlich nur 5 WCAG-Kriterien, oder? Das sind Doppel-A, die automatisiert geprüft werden können. Ist das richtig? Ne? Ja. Also ich glaube, das ist auch so momentan ziemlich das Höchste, wenn man diese Blackbox-Tests macht, also wenn man nicht Zugang zum Code hat. Wenn man Zugang zum Code hat, dann könnte man das sicher auch noch mehr machen, aber da ist man einfach noch nicht so weit, Ja, denke ging es ist ich. auch so technisch, sind es halt Sachen, die sind auch logisch, dass man sie gut überprüfen kann. Also man kann gucken, wie groß ist ein Element, sind alle Attribute gesetzt. Und gerade so Sachen sind ja auch viele Kriterien, wo es um Telefon geht, also um Sprache, solche Sachen oder auch bei Videos und so, wo einfach so, ja, eben wo halt nicht überprüft werden kann, ob jetzt ein Untertitel gesetzt ist. Und was halt meiner Meinung nach ist, es sind schon die gängigsten Fehler, die überprüft werden. Also es ist so, ich hatte jetzt auch, wo ich mal so ein bisschen Test-App angeguckt habe und so, war es halt selten, dass wirklich ein Video in einer App war. Aber eben Bilder und Buttons und Texte und Kontraste sind dann wichtig. Und von dem her macht es schon Sinn, die Tools zu verwenden, eben auch wenn sie nur wenige Sachen abdecken, aber es sind halt sehr häufige Sachen, die da untersucht werden. Da gibt es noch mal eine Frage, eine Nachfrage zu diesen Quelltext-Analyse-Tools. Die könnten ja mehr. Also Lint war ja auch eins davon. Welche Art sind hier die Fehler, die man findet? Und da geht es ja dann, glaube ich, da könnte man tatsächlich auch noch mehr machen. Dann. Also da wird ja dann auch so, wenn ich es recht verstanden habe, diese Verlinkung zu, also Formularfelder zu den Bezeichnern und solche Dinge dann auch geprüft. Ja. Eben bei Lint ist ja wie gesagt ein bisschen das Problem, dass nur statisch analysiert wird. Also da wird nichts ausgeführt in dem Sinne, sondern es kann ja nur überprüft werden, ob die Attribute gesetzt sind, die vorher festgelegt wurden. Und wenn man es genauer betrachtet, zumindest habe ich es so verstanden, ist dieser UI-Test mit Espresso im Prinzip das gleiche wie wenn man die App selber auswählt. Man spart sich halt den Schritt, mit dem Analyse-Tool zu starten, aber es wird ja bei den UI-Tests wirklich auch die UI aufgebaut und dann wird quasi da auch der Scan ausgeführt. Also im Prinzip ist es das gleiche, nur mehr automatisiert. Ja. Okay. Nichts Teil dieses Vortrags war iOS. Können Sie einen kleinen Überblick geben? Ist auch eine Frage, wie es da aussieht mit Tools. Ich kann jetzt gerade keine Namen nennen, aber ich habe ja am Anfang auch mal geguckt und da gab es auf jeden Fall auch Tools. Also da weiß ich schon mal, dass es zumindest ein so Analyse-Tool gibt und ich glaube auch noch mehr. Und auch so ein Pendant zu diesen statischen Code-Prüfern gibt es. Und genau, da hatten wir es ja auch schon von. Es wird wahrscheinlich sogar Sinn machen, da nochmal eine eigene Arbeit drüber zu machen und sich da anzuschauen. Genau. Also es gibt bei iOS eben in Xcode eingebaut den Inspektor, der dann eben tatsächlich live auch die Bildschirmobjekte analysieren kann. Das ist so ähnlich wie im Android Studio auch ja, eingebaut oder ein Espresso. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, da wollen wir auch nochmal eine Masterthesis ausschreiben dafür. Was da gibt. Mein Verständnis ist, dass unter iOS alles ein bisschen schwieriger ist, weil Apple sich das eigentlich vorbehält, hier selber
dieser Accessibility Listener zu sein, also praktisch sich reinzuhängen. Und man braucht ganz spezielle Erlaubnis dafür. Man muss praktisch zum Betriebssystem gehören, um diese Erlaubnis zu kriegen, da zu hören oder abzuhören. Apple hat da ein strikteres Vorgehen aus Sicherheitsgründen. Deswegen stelle ich mir das insgesamt schwieriger vor unter iOS. Man sieht es auch an der Berechtigung. Ich weiß gar nicht, ob das bei Apple geht, dass man so leicht eine Anwendung die Berechtigung gibt, die Bildschirminhalte aufzuzeichnen. Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, da gibt es ja auch Screenreader und so, aber es sind, man hat doch mehr Möglichkeiten bei Android, habe ich das Gefühl, wenn man selber so ein Tool schreibt. Genau, ja. Also es muss gehen. Ich kenne auch Usability-Tools, die eben den Bildschirm aufzeichnen für Remote-User-Testing, aber das ist, glaube ich, nicht so einfach. Jetzt gibt es noch eine Frage. Können die Tools auch mit Webviews innerhalb der geprüften App umgehen? Also wenn die App im Prinzip eine Web-App ist, aber einfach eine eigene Webview aufmacht, wird dort auch die Barrierefreiheit geprüft? Also wenn, ich überlege gerade auch die Frage, so ganz verstehe, also geht es jetzt eher so, dass man so eine Art Frame hat in der App selber oder wenn man eine Webseite öffnet, die... Ich verstehe die Frage so, dass wenn eine App praktisch aus einer Webseite besteht, weil sie einfach selber einen Browser spielt, eine Webview mitbringt, ob dann auch diese Tools auf, entsprechend die Barrieren finden. Also war zumindest, können es mir vorstellen, am Accessibility Scanner, weil der ja wirklich einen Screenshot erstellt und anhand dessen dann die Sachen untersucht, dass da auch so Sachen dann miterkannt werden. Also da man hat ja auch keinen Zugriff auf den Code, deshalb man muss mit dem arbeiten, was da zu sehen ist. Könnte mir vorstellen, ja, aber geprüft habe ich es jetzt nicht. Und im Prinzip müsste das schon auch funktionieren, weil letztendlich bildet ja die Webview dann auch diese Bildschirmobjekte wieder ab und teilt sie der API mit, der Accessibility API, sodass meinem Verständnis nach die Blackbox-Test-Tools das auch können müssten. Und eben auch stimmt, ja, wenn es ein Screenreader das kann, dann müssen die Tools das auch können. Vermutlich auch, weil er dann einfach die gleiche Schnittstelle benutzt wie ein Screenreader. Ja. Müssen wir aber nochmal ausprobieren, das war jetzt nicht Thema der Arbeit. Gibt es sonst noch Fragen? Das waren gute Fragen. Ja, genau. Also es ist auch nicht schlimm, wenn wir es 5 Minuten früher aufhören. Wie gesagt, die Aufnahme wird es dann geben. Falls Sie mich anschreiben wollen, gerne. Ich gebe mal kurz meine E-Mail-Adresse an. Ansonsten, nächste Woche werden wir das dann gepostet haben, diese Aufnahme, und ich, für diejenigen, die jetzt später dazu kamen, schreibe ich es schon nochmal in den Chat rein, wo man das dann auch die Materialien findet und auch die Aufnahme und dort. Und wir werden dann auch das GitLab freischalten für alle. Das können wir gleich machen, ja. Jetzt nochmal eine Frage, ist das absehbar, wann der Prüfschrittkatalog finalisiert wird? Das weiß ich jetzt nicht ganz, auf was sich das bezieht. Also die Der Leitfaden, oder? Ah, der Leitfaden, ja. Also der ist jetzt quasi mit den Tools finalisiert, aber halt Stand von vor 2 Monaten. Ich weiß nicht, ob da jetzt wieder neue Funktionalitäten dazu kamen. Und das wird auch, das haben wir jetzt ja, glaube ich, auch als Word-Datei bereitgestellt. Und der Gedanke ist da einfach, auch immer dran weiterzuarbeiten. Also wenn man wieder ein Tool findet oder so, kann man es da eintragen und hat dann immer so bei sich selber auch eine Liste, was man verwenden kann. Und ja, also so, das ist jetzt der aktuelle Stand, aber ganz fertig wird der wahrscheinlich nie sein. Ja, es ist immer Work in Progress, sowas, das ist ganz klar. Noch eine Zusatzinformation, dass eben so bei iOS, dass man da eben, dass nur Apple den Zugriff hat auf die Accessibility API. Vielen Dank ja für die Information, aber man kann dann über Xcode mit dem Inspektor reinschauen, genau. Gut. Ja, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen, Herr Gersbacher. Dankeschön kommt auch von vielen hier vom Chat. Danke Ihnen auch, alle, die zugehört haben, die Fragen gestellt haben. Und wie gesagt, wenn Sie möchten, dass wir Sie öfter informieren über sowas, dann abonnieren Sie einfach unseren Newsletter. Und es gibt auch wahrscheinlich schon wieder in ein paar Wochen das nächste Webinar, da haben wir wieder eine Masterthesis, dann wird verglichen werden zwei manuelle Prüfverfahren, nämlich der Big BitV-Test und das BitV-Audit von T-Systems. Da machen wir auch wieder einen Vergleich. Wir wollen einfach das, was hier im Rahmen von Masterthesen erarbeitet wird und was sehr wertvoll ist, dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.